Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Mich und ich wurden hier von der RTW-Besatzung als Unterstützung gerufen. Hier ist wohl ein schwer verletzter Mann. Wir wissen nicht, ob eine Straftat hier vorliegt oder nicht. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal angucken, was oben ist. Hi. Ist noch jemand im Haus? Einmal links rum, ja. Einmal links rum. Wir kommen gleich zu Ihnen, ja? Oh. Hallo. Hi. 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 Grüßt euch. Guck mal, das ist der Herr Boske und den haben wir hier vorgefunden. Der ist er ansprechbar? Ja, ansprechbar, aber kann sich an nichts erinnern. Hallo. Hat eine Kopfplatzwunde. Okay, hallo. Können Sie mich hören? Ja. Hier ist die Polizei. Können Sie uns kurz erklären, was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern im Moment. Ist er vernehmungsfähig? Nee. Jetzt will man nur eine kurze Frage. Also ihr habt uns hier hängerufen. Wieso? Ja, die Dame, die läuft hier die ganze Zeit rum und sagt, oh, tut mir leid. Und ja, das ist ein bisschen unklar für uns. Sie ist voller Blut, total verschmiert. Die Frau scheint zu glauben, dass sie ihren Mann so verletzt hat. Aber sie kann sich an nichts erinnern. Erstmal beruhigen Sie sich, ist alles in Ordnung. Sie sind an allem schuld. Was? Was ist denn genau passiert? Ich weiß es nicht. Sie sind okay. Ich bin aber nicht schuld. Okay, erstmal ganz ruhig durchatmen, ganz ruhig durchatmen. Ich bin wach geworden und dann sehe ich ihn da liegen. Oh mein Gott, ich bin Sie sind aufgewacht, das Sie sind aufgewacht voller Blut, habe ich das gerade richtig verstanden? Ja. Okay, schon komisch. Passiert das öfters mal, dass Sie mal Sachen vergessen oder dass Ihnen was nicht einfällt oder so? Ich hab Schlafwandeln. Oh, Schlafwandeln? Ich gehe mal kurz zu der RTW-Besatzung und frage mal ganz kurz was. Okay, alles klar. Jungs, kurz bevor es losgeht, eine kurze Frage. Wir haben jetzt gerade von der Dame gehört, dass sie sich an komplett gar nichts erinnern kann und sie behauptet, sie schlafwandelt. Ist es möglich, dass man in so einem Zustand dann absolut gar nichts mehr weiß? Ja. Absolut, das ist absolut möglich. Beim Schlafwandeln verlässt der Betroffene ohne aufzuwachen das Bett, geht umher und verrichtet Tätigkeiten. Etwa 1-2% der Erwachsenen in Deutschland sind vom Somnambulismus betroffen. Die 35-Jährige wurde von ihrem Mann bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge gefilmt. Guck sie einfach mal an. Okay, da sind sie ja wirklich nicht ansprechbar, ne? Ja. Alles gut. Versuchen Sie wirklich runterzukommen, ja? Guck mal hier. Tatsächlich, ja. Und davon wissen Sie auch guck mal, nichts? Guck mal. Mein Messer. Oh. Das fand ich ja noch ein bisschen lustig. Das ist durchaus auch gefährlich mit dem Messer. Und an diese Szene können Sie sich auch komplett gar nicht erinnern. Überhaupt gar nicht. Ich hab das auch nicht geglaubt, also bevor er es mir geschickt hat. So, wir haben ihn transportfertig. Wir fahren jetzt in die Klinik. Wohin geht's? Wir fahren okay, ins Städtische. Ins Städtische, einen Moment. Ja, ne? Sie können leider nicht. Leider erstmal nicht. Aber warum? Im Moment. Kann einer von euch noch mal kurz vielleicht zur Unterstützung? Seelisch bitte. Mein Mann bleibt. Wir verstehen. Es tut alles so leid. Wir verstehen es, aber im Moment. Okay, ich höre gerade. Hallo? Okay, wer ist? Gut, dass du kommst. Wer ist es? Gut, ein kleiner Tipp, vielleicht kann dann Ihre Freundin mit ihrem Mann mitfahren eventuell. Ist es machbar, weil Sie müssen uns jetzt einmal begleiten, leider Gottes. Okay, ganz kurz, wer sind Sie denn? Ich bin die Freundin von der Verena. Und warum sind Sie jetzt hier? Weil ich Sie abholen wollte zur Arbeit. Also Sie hätten heute gearbeitet? Genau, ja. Okay, aber Sie verstehen es, dass wir Sie jetzt hier erstmal nicht weglassen können. Es ist für Sie verständlich, ja, ne? Während sich die Freundin um die Frau kümmert, nehmen die Beamten den Tatort in Augenschein. Da Opfer und Ehefrau keine Erinnerung an den Vorfall haben, müssen sie aus den Spuren lesen, was passiert ist. Mhm. Weil guck mal, unten ist Blut. Ist nicht wirklich Blut. Da ist drauf alles. Und oben ist Blut. Alles voll. Das heißt, sie hat sich blutverschmiert ins Bett gelegt, hier auch an der Hand zu sehen. Legt sich rein, nimmt die Decke, deswegen ist unten nichts, aber oben Blut. Dann wacht sie auf. Was ist los? Wischt sich ins Gesicht und merkt, dass sie Blut hat. Ja. So war es ja auch im, also im Video hat sie sich ja auch danach ins Bett gelegt und weiß davon gar nichts mehr. Und hat ihm mit der Kanne dann eins drüber gebraten. Also Spusi bräuchten wir definitiv. Spusi tue ich mal gleich mal. Meine Frage ist, irgendwie glaube ich ihr aber, ne? Also ich glaube ihr schon, dass sie schlafen, weil auf dem Video sah das so aus. Wäre sie ja eigentlich unzurechnungsfähig, ne? Also. Ja, die Frage ist,
Vielleicht behauptet sie das nur und hat das auch getürkt und vorgetäuscht, dieses eine Video, dass sie vielleicht genau sowas machen kann. Was mich noch interessieren würde, ist, ob die beiden Beziehungsprobleme haben, ob es bei denen läuft oder ob es bei denen nicht läuft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das einfach nur jetzt so spielt. Der verletzte Ehemann wird zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Seine Frau macht sich die größten Vorwürfe. Sie glaubt, dass ein Streit der Auslöser für die Tat im Schlaf gewesen sein könnte. Wir haben uns gestern Abend halt gestritten. Okay. Deswegen bin ich halt auch früher ins Bett gegangen. Und er ist halt zum Dienst, er ist Krankenpfleger. Gestern Abend nur oder wie läuft die Beziehung allgemein? So wie jede Beziehung, mal schlechter. Und momentan? Ja, nicht ganz so gut. Okay. Wäre es denn eine Möglichkeit, dass sie dann eventuell, weil sie sauer waren, dann vielleicht doch ihr etwas getan haben? Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann mich an nichts erinnern, wirklich. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber sie ist doch offensichtlich. Und ich bin schuld. Aber ich wollte das Tut mir leid, wenn ich nochmal so nachhake. Warum gibt es denn Beziehungsprobleme? Ich muss das jetzt ja fragen. Hat er eine andere Frau? Eifersucht? Geldprobleme? Nein, ach, das sind einfach nur Kleinigkeiten. Okay. Ich habe jetzt vergessen, halt eine Rechnung zu bezahlen. Und da ist er natürlich super wütend gewesen. Das kann ich auch nachvollziehen. Okay. Dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie sich umziehen, dass wir dann gemeinsam zur Wache gehen können. Als mutmaßliche Täterin muss die Ehefrau mit zur Wache. Sie ist nach wie vor von ihrer Schuld überzeugt und am Boden zerstört. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissar Tom Jankowski übernehmen den Fall. Unerwartet kommt auch der Ehemann zur Wache, in Begleitung. Herr Boske, guten Tag. Jankowski von der Kripo. Ja, ich komme direkt vom Krankenhaus aus hier hin. Ja, da gehören Sie doch auch hin. Was machen Sie denn hier? Ja, wie gesagt, ich habe mich selbst entlassen, also gegen ärztlichen Rat. Die Frau Thieme, die hat mich netterweise hier hingefahren. Schäfer. Es ging mir noch so schlecht, ich konnte selber nicht fahren. Und ich würde also unbedingt eine Aussage machen. Meine Frau, die Verena Boss, die müsste auch schon hier sein. Ja. Dem Vorfall, vielleicht haben Sie das wissen Sie ja wahrscheinlich schon. Der Kollege hat sich gerade geschildert. Da würde ich gerne mal was zu sagen, ja. Ja gut, wenn also, er schon mal hier ist. Können Sie vorne Platz nehmen? Ja, okay, Simon, wenn was ist, ne? Ich bin hier. Karin, danke nochmal, ja. Dann komm, Boske, kommen Sie mal mit. Ja. Nehmen wir zu uns, ne? Ja. Herr Boske, was für eine dringende Aussage wollen Sie uns denn machen? Ja, es ist halt so, ich bin Krankenpfleger, im Moment in der Nachtschicht. Und ich kam heute Morgen um 6 Uhr früh nach Hause. Und ich wollte meine Frau Verena nicht wecken. Und bin extra leise ins Haus gegangen und habe auch das Licht ausgelassen. Und als ich die Post auf den Schreibtisch gelegt hatte, stand auf einmal Verena in der Tür, mit dem Rücken zu mir gedreht. Und dann habe ich sie angesprochen, sie hat gar nicht auf mich reagiert. Da habe ich gesagt, sie wäre noch sauer auf mich, weil wir hatten gestern einen ziemlich dicken Streit. Sie hatte vergessen, die längst fällige Stromrechnung zu bezahlen. Und als sie noch zweimal angesprochen habe, hat sie auch nicht reagiert. Und da ist mir klar geworden, dass sie noch am Schlafen ist. Also ich kenne das schon, es war auch kein Problem. Sie schlafwandelt ab und zu mal, ja? Ja. Und dann haben wir das immer so gehandhabt, also dass ich spreche sie dann an und fordere sie dann auf, dass sie ins Bett geht. Das hat auch sonst immer wunderbar geklappt. Ja. Nur diesmal hat es nicht funktioniert. Dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie ganz leicht an der Schulter berührt. Und mit einem Mal drehte sie sich blitzschnell um und haut mir eine Thermoskanne ins Gesicht. Und dann war sofort alles schwarz und seit dem Zeitpunkt an erinnere ich mich an nichts. Weil Sie ja sagten, die hat sich so blitzschnell umgedreht, dass das auch... Kommt sowas beim Schlafwandeln vor? Mir fehlt da ein bisschen Erfahrung. Das ist ja auch, was mich gewundert hat. Ne? Ja. Sie ist überhaupt keine aggressive Person. Oder das, ich kann mir das auch nicht erklären, also, dass sie überhaupt dazu fähig war, mir also, dieses Ding da ins Gesicht zu hauen. Also das hat mich schon richtig getroffen. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin also schon ziemlich am Boden zerstört. Das nimmt mich schon richtig mit. Ne? Für die Ermittler scheint der Tathergang damit geklärt. Die Frau hat laut Aussage ihren eigenen Mann niedergeschlagen. Doch trifft sie wirklich Schuld, wenn sie schlafwandelt? Ihr Ehemann zeigt kein Verständnis. Es tut mir alles so leid. Wie geht's dir? Verena, ich bin mir eingefallen, ja? Ganzen Sache. Ich wusste doch nicht, was ich gemacht habe. Lass mich mal in Ruhe. Ich brauche jetzt wirklich mal was Zeit für mich, ja? Karin, würdest du mich bitte mitnehmen? Ja, mach ich sofort. Du kannst schon mal fahren. Super, danke. Okay.
Verena, mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Ich kümmere mich um ihn. Ja, bitte. Okay, dann bis gleich, bis später. Ne? Der Ehemann und die Freundin der Frau gehen.